AVM hat die Fritzbox 4060 herausgebracht. Im Geiste ist das eine 4040 mit ein paar Verbesserungen im Detail und auch ein paar größeren Verbesserungen. Der ein oder andere fragt sich jetzt vielleicht, wie soll ich denn diese Fritzbox verwenden, wenn die gar kein Modem integriert hat? Naja, das erkläre ich nach dem Intro. Also, gleich zu der Frage, wie verwende ich eine Fritzbox, die kein Modem integriert hat? Normal habe ich ja eine DSL-Fritzbox oder eine Cable-Fritzbox, die eben von meinem Provider Internet bekommt und dann entsprechend das Ganze ins Heimnetz weitergibt. Bei der 4040 bzw. jetzt der neuen 4060 sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Hier habe ich also nur einen reinen Router, der gar kein Modem hat. Der kann also nicht direkt mit irgendeinem Provider interagieren. Ich brauche immer eine Zwischenlösung. Und damit wären wir schon beim Einsatzzweck der 4060, denn die hat verschiedene Einsatzzwecke, wie sie im Heimnetz eben benutzt werden kann. Und das eine wäre, ich betreibe die 4060 hinter einem Provider-Modem. Ich bin zum Beispiel Kunde bei Vodafone Kabel Deutschland und bekomme die Vodafone Station. Nun kann ich dahinter zum Beispiel diese Box betreiben. Das ist nicht wirklich eine gute Idee und ich würde ehrlich gesagt dazu raten, eine Cablebox zu kaufen, da ich sonst in das ein oder andere Problem laufe. Gehen tut es aber theoretisch. Das gleiche gilt natürlich auch für Glasfaser. Hier bietet AVM Glasfaserboxen an oder ich kann eben das Modem meines Providers benutzen und dahinter die 4060 klemmen. Wichtig bei dieser Anschlussart zu beachten ist, dass man die Voice-over-IP-Daten braucht. Wenn ich Telefonie benutzen will, und das wollen wahrscheinlich die meisten von euch, dann muss ich darauf achten, dass mir mein Provider diese Daten aushändigt und ich diese dann in der Fritzbox konfigurieren kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Cable-Anschluss direkt eine Cablebox anschließe, dann muss das der Provider sogar. Wenn ich jetzt aber mein Provider-Modem, zum Beispiel die Vodafone Station, weiter benutze, dann habe ich keine Möglichkeit, die Telefonie über die Fritzbox zu steuern. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten. Am besten ist es also immer, eine Fritzbox mit einem integrierten Modem zu kaufen. Und die zweitbeste Lösung ist dann halt die 4060, die halt nur TCP/IP kann und die kann ich hinter alles Mögliche klemmen. Was gibt es denn jetzt noch für Einsatzzwecke? Naja, die Box ist eigentlich die perfekte Erweiterung für mein Mesh-Netzwerk. Zum einen kann ich sie als WLAN-Repeater einsetzen und kann damit wiederum Geräte anschließen, die einen LAN-Anschluss benötigen. Früher war das ja der Klassiker, dass Fernseher oder smarte Fernseher mit einem Ethernet-Port kamen, aber kein WLAN hatten. Entweder musste ich das teuer nachrüsten oder ich konnte eben genau diese Konstellation nutzen. Ich habe also eine weitere Fritzbox, hier zum Beispiel die 4060, in mein WLAN-Netzwerk integriert und konnte dann über die Kabelanschlüsse den Fernseher anschließen. Die 4060 hat dann mit meinem Hauptrouter halt eine WLAN-Brücke hergestellt. Und gleichzeitig hat sich das WLAN auch nochmal weitergegeben, ganz klassisch als Repeater. Der andere Einsatzzweck ist der LAN-Mesh-Repeater. Dabei kopple ich die Box nicht über WLAN mit meiner Hauptbox, sondern koppelt das Ganze über das LAN-Kabel. Wenn man die Möglichkeit hat, weil zum Beispiel das Haus ohnehin verkabelt ist, ist das auf jeden Fall die präferierte Anwendung. Denn hier habe ich keine Verluste bei der Übertragung im WLAN und die Kanäle stören sich weniger gegenseitig. Und natürlich erreiche ich damit auch höhere Geschwindigkeiten als im klassischen WLAN-Repeater-Betrieb. Also fassen wir nochmal zusammen, was sind die Einsatzzwecke der Fritzbox 4060? Ich kann meinen Mesh erweitern, ganz klassisch als WLAN-Repeater oder eben über den LAN-Port als LAN-Mesh-Repeater. In beiden Fällen kann ich mein Heimnetz erweitern, entweder über WLAN oder halt über die LAN-Ports. Eine weitere Anwendung ist die Möglichkeit, die 4060 hinter einem Provider-Modem zu betreiben. Das ist aber nicht die Waffe der Wahl und sollte gut überlegt sein. Kommen wir mal zu den interessanten Features, die jetzt die 4060 bietet. Im Grunde war es überfällig, dass es zur 4040 eine Nachfolgerbox gibt, denn zum Beispiel hat ja WLAN 6 in die neuen Fritzboxen Einzug gehalten und das ist gerade auch in Kombination mit Mesh echt ein tolles Feature. Ich kann also hier sehr hohe Geschwindigkeiten im WLAN erreichen.
Eine Neuerung bzw. ein Zusatzfeature, das die 4040 nicht hatte, ist Dekt. Ich kann nun die komplette Telefonie damit konfigurieren und das macht es dann doch wieder so ein bisschen interessant, den Router hinter einem Provider-Modem zu betreiben. Die 4040 konnte noch kein Dekt und damit konnte ich auch die Telefonie nur eingeschränkt nutzen oder gar nicht wahrscheinlich. Mit der ist das jetzt möglich. Was die Box aber nicht hat, das ist ein analoger Ausgang für einen Telefonanschluss, also keine TAE-Buchse. Die Fritzbox 4040 hatte einen USB-2-Anschluss, mit der 4060 habe ich jetzt einen USB-3-Anschluss und kann meine USB-Datenträger nun schneller ansprechen. Ich kann damit jetzt aber nicht nur Speicher ansprechen, sondern ich kann zum Beispiel einen LTE-USB-Stick oder mein Smartphone im Tethering-Modus anschließen und damit eben das LTE-Netz bei mir zu Hause verteilen. Wenn ich also einen guten Mobilfunktarif habe oder bei mir halt kein DSL verfügbar ist, dann wäre das auch noch eine Option. Das habe ich jetzt bei den Einsatzzwecken ein bisschen unterschlagen, ist aber tatsächlich eine Möglichkeit, also einen LTE-Stick zu nutzen, SIM-Karte rein oder eben ein Smartphone, das LTE kann, per USB anschließen und USB-Tethering aktivieren und dann kann ich die Fritzbox wieder als Erweiterung für das LTE-Netz benutzen. Dazu hatte ich auch mal ein separates Video, schaut dazu mal in die Infokarte. Gibt's sonst noch was zu sagen? Ja, gibt's. Nämlich bei der Einrichtung ist was zu beachten. Wer die 4060 in sein Heimnetz integrieren will und bereits einen Mesh Master hat, der kann jetzt nicht einfach auf beiden Geräten die Kopplungstaste oder diese Connect-Taste drücken, sondern muss hier ein bisschen anders vorgehen. Die 4060 denkt erstmal selbst, dass sie der Mesh Master ist. Und deshalb muss ich mich auf der Web-Oberfläche erstmal einloggen und der 4060 sagen, dass sie eben ein Mesh-Repeater ist und die Verbindung zum WLAN bzw. LAN-Knotenpunkt herstellen, der dann wiederum der Mesh-Master ist. Nachdem ich dann die Verbindung hergestellt habe, erst dann kann ich die beiden Connect-Tasten drücken und dann ist er auch im Mesh aufgenommen. Ich muss aber auch sagen, dass ich damit ein paar Probleme hatte. Ich musste sehr oft die WLAN-Suche wiederholen, damit ich auch das richtige WLAN gefunden habe. Am besten verbindet man das Ganze natürlich im 5 GHz Band, da gibt es die höchsten Geschwindigkeiten und manchmal hat es eben nur das 2,4 GHz Band meiner Mesh Master Fritzbox gefunden und erst nachdem ich mehrmals auf Aktualisieren gedrückt habe, wurde dann auch das 5 GHz Band gefunden. Auch nach der Kopplung mit Mesh hat es leider nicht automatisch auf das 5 GHz Netzwerk umgeschaltet, zumindest nicht zeitnah. Und deshalb würde ich empfehlen, bei der Einrichtung genau darauf zu achten, dass ich das Ganze im richtigen Band kopple und auch von den hohen Geschwindigkeiten dann profitiere. Das war's jetzt von meiner Seite zu 4060. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr die 4060 bei euch zu Hause einsetzt, beziehungsweise gerne auch die 4040. Ich könnte mir vorstellen, dass die Anwendungszwecke sich doch sehr ähneln.